Herzlich willkommen zur Fachsession Beschaffung und Open Source. Mein Name ist Matthias Günther und ich bin hier als Vizepräsident von CH Open. Es ist nicht die größte Fachsession, aber ich denke, wir haben drei sehr interessante Vorträge mit vier Referentinnen und Referenten. Der erste Vortrag ist von Simon Schlauri zum Thema Open Source Software im Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben, EMBAG. Ohne Luft zu holen. Simon, du hast das Wort. Vielen Dank, Matthias. Ich bin froh, dass du das Gesetz schon lang genannt hast. Da muss ich es nicht wiederholen, den Titel. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir doch neben dem natürlich auch sehr attraktiven Thema über Cloud-Beschaffungen einige Leute zusammengebracht haben für Open Source. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin Rechtsanwalt im Büro Ronzani Schlauri Anwälte, sieht man hier oben rechts. Wir sind spezialisiert auf IT-Recht und ich stehe hier, nehme ich an, unter anderem auch deswegen, weil ich ein Gutachten geschrieben habe in diesem Zusammenhang, Open-Source-Freigabe durch Behörden. Das Gutachten liegt vorne auf, habe ich gesehen, so ein blaues Büchlein. Damals ging es um Open-Source-Einsatz durch den Kanton Bern. Gut, worüber sprechen wir heute? Zunächst werde ich ganz kurz erzählen, was das für ein neues Gesetz ist, das wir hier vor uns haben. Dann welche Grundsätze. Es gibt einen Artikel 9 in diesem Gesetz, der einige Grundsätze statuiert für die Freigabe von Open Source Software durch den Bund. Ich werde auf diese Grundsätze eingehen, auf die Ausnahmen von diesen Grundsätzen. Dann gibt es noch eine Bestimmung zur Lizenzierung. Und eine weitere Bestimmung zur Frage, wie man oder ob man ergänzende Dienstleistungen erbringen kann als Bundesstelle. Und schließlich gibt es noch einen Teil über Sonderfragen und vielleicht die Möglichkeit für Sie auch noch Fragen zu stellen. Ich wäre froh, wenn Sie Fragen haben, gerade während dem Vortrag aufzustrecken, dann ist es gerade aktuell, ist erfahrungsgemäß am besten so, finde ich. Gut, zuerst zu diesem EMBAG. Es gibt grundsätzlich mal zwei Ziele. Erstens wollte man eine Rechtsgrundlage schaffen für die digitale Transformation in der Bundesverwaltung. Also man will jetzt vorwärts machen. Und man will, das ist ein Zusammenhang schon hier mit diesem Artikel 9, um den es heute geht, die Zusammenarbeit zwischen den Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden und auch Dritten verbessern. Und wir werden sehen, Open Source Software ist ein Vehikel, wie man diese Zusammenarbeit verbessern kann. Im Bereich Open Source Software gibt es diesen Artikel 9, der eine gesetzliche Grundlage für das Zur-Verfügung-Stellen von Open Source durch den Bund schaffen soll. Gegenstand unseres Gutachtens damals war die Frage, ob man es möglicherweise auch ohne gesetzliche Grundlage tun dürfte. Wir fanden grundsätzlich ja, nämlich dann, wenn es eine administrative Nebentätigkeit ist wenn das Verwaltungsvermögen sonst irgendwie genutzt werden kann. Sie kennen diese Situation vielleicht, da gibt es eine Turnhalle und die wird am Abend für Sportclubs noch zur Verfügung gestellt. Wenn man sagen kann, okay, wir haben die Software schon entwickeln lassen, jetzt kann man sie auch noch für Dritte zur Verfügung stellen, ohne dass es für uns mit sehr viel Aufwand verbunden ist, dann ist das grundsätzlich erlaubt, auch ohne gesetzliche Grundlage. Jetzt hat man sich aber beim Bund entschieden, hier Klarheit zu schaffen und eine solche gesetzliche Grundlage zu schaffen, dass eben unabhängig von dieser Frage administrative Nebentätigkeit etc., dass diese Open Source Software auch oder die Software auch sonst unter eine Open Source Lizenz gestellt werden kann. Es ist Leistungsverwaltung, wenn man so will, und wir wissen, dass auch im Bereich Leistungsverwaltung eben eine gesetzliche Grundlage nötig ist. Die will man schaffen. Es gibt eine Definition der Open Source Software. Ich nehme an, Sie wissen, worum es geht hier. Die Definition findet sich in der Botschaft zum EMBAG, Seite 65. Es geht um die Möglichkeit einer unbeschränkten und kostenlosen Weiterverbreitung von Code. Also die Software steht, das ist der zweite Punkt hier, immer im Quellcode zur Verfügung. Man kann diesen Quellcode weitergeben, man kann ihn, das ist der dritte Punkt, frei verändern. Und auch dann die veränderten Versionen wieder weiterverbreiten. Und es gibt keine weitere Einschränkung der gewährten Rechte, insbesondere in Bezug auf Personengruppen oder Einsatzbereiche wie kommerzielle Nutzung. Das ist noch wichtig.
Vielleicht kennen Sie es aus dem Bereich Creative Commons, also bei Open Content. Da ist es ja teilweise so, dass man die Nutzung für kommerzielle Zwecke verbieten kann. Im Bereich Open Source ist das bewusst nicht die Idee. Es gibt keine Open Source Lizenzen meines Wissens, die kommerzielle Nutzungen verbieten. Es gibt Open Source Lizenzen mit Copyleft. Da erschwert das die kommerzielle Nutzung, weil man den Code seiner eigenen Anwendungen in den Open Source Software eingeflossen ist, wieder preisgeben muss und damit gewisse Anreize verliert, das zu nutzen. Das kann sein. Aber grundsätzlich ist die Idee gemäß MBAG, dass man eben solche Dinge nicht macht. Wichtigste Norm ist Artikel 9 Absatz 1. Da steht noch etwas von Absatz 2 drin, der ist hier noch nicht relevant. Die wichtigste Norm ist 9 Absatz 1 von MBAG und da steht, die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden legen den Quellcode von Software offen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben entwickeln oder entwickeln lassen. Das ist doch ziemlich ein starkes Statement. Basis hinter dieser Entscheidung ist die Vorstellung Public Money, Public Code. Wenn man Geld ausgibt, öffentliches Geld ausgibt für Software, dann soll diese Software nicht nur dem Bund vorbehalten bleiben, sondern sie soll auch öffentlich genutzt werden können. Das ist ein Motiv. Ein weiteres Motiv ist das, was ich vorhin schon angetönt habe. Zweck des Gesetzes ist ja diese Verbesserung der Kooperation zwischen verschiedenen Verwaltungsträgern. Wenn ein Verwaltungsträger, klassischerweise ist der Bund als größter in der Schweiz, etwas macht, dann ist es sicher gut, wenn andere Verwaltungen ähnliche Software oder diese Software nutzen können, vielleicht für ähnliche Projekte, sie anpassen können für ihre Bedürfnisse. Da kann man einen Haufen Geld sparen. Das ist das Motiv. Nicht betroffen von dieser Verpflichtung zur Freigabe, es ist eine Verpflichtung, ist Software, die unverändert beschafft wird. Also wenn man Closed-Source-Software beschafft, ist klar, da müssen Sie nicht von diesem Anbieter irgendwie eine Einwilligung einholen, diese Software nachher als Open-Source veröffentlichen zu dürfen. Möchten wir natürlich von CH Open her nicht, dass man Closed-Source beschafft. Dann ist die Frage, wer untersteht dieser Verpflichtung überhaupt? Grundsätzlich mal die zentrale Bundesverwaltung. Dann auch dezentrale oder Stellen der dezentralen Bundesverwaltung, öffentlich-rechtliche Anstalten wie die Post, SBB, SUVA etc., sofern der Bundesrat in der Verordnung keine Ausnahme vorsieht. Die Verordnung liegt noch nicht vor, ich habe mich nochmals erkundigt. Das Gesetz soll aber auf Anfang Januar 2024 in Kraft treten. Die Frage, ob Parlamentsdienste, eidgenössische Gerichte, Bundesanwaltschaft dem unterstehen, da ist es umgekehrt. Grundsätzlich unterstehen die dieser Verpflichtung nicht. Es sei denn, es gibt eine Vereinbarung mit dem Bundesrat, dass sie eben sich dieser Verpflichtung unterstellen wollen. Und das ist ein bisschen rätselhaft, weil letztlich ist ja das Ganze eine juristische Person, wie man das mit den Vereinbarungen machen will. Aber die haben natürlich Organisationsautonomie. Also kann man es, irgendwie wird man es regeln. Ich gehe davon aus, dass man es in der Verordnung dann präzisiert. Da war noch eine Frage. Die Frage ist, wie es mit den Kantonen aussieht. Da gilt das nicht. Die Kantone haben Autonomie in diesem Bereich. Wir haben in Zürich das versucht damals mit einem Vorstoß im Kantonsrat. Der ging damals im Rat mit 100% der Stimmen durch, zu meiner Freude. Aber der Regierungsrat in Zürich findet, ja, so wie wir es im Moment machen, sei es in Ordnung. Und das Ganze ist jetzt wieder eingeschlafen, so wie es ausschaut. Ich finde es ein bisschen schade. Aber die Kantone, der Bund hat nicht die Regulierungskompetenz für die Organisation der Kantone. Entsprechend gibt es keine Möglichkeit, dass man das von oben top-down quasi den Kantonen aufzwingt. Gut, eben, also zentrale Bundesverwaltung, da gilt es auf jeden Fall, dezentrale Bundesverwaltung, sofern keine Ausnahme besteht in der Verordnung, und die Parlamentsdienste, Gerichte, Bundesanwaltschaft, sofern die jeweilige Stelle diesbezüglich sich geeinigt hat mit dem Bundesrat, dass sie das wollen. Gut, dann ist natürlich die Frage, ob es Ausnahmen gibt von diesem Grundsatz, von dieser Pflicht. Da gibt es einen zweiten Teilsatz in Artikel 9 Absatz 1, der drin steht,
die Pflicht besteht, es sei denn, die Rechte dritter oder sicherheitsrelevante Gründe würden eine solche Publikation ausschließen oder einschränken. Rechte dritter, ich habe es schon erwähnt vorher, ist klar, also wenn Sie Software als Ganzes einkaufen, fällt das sowieso nicht drunter. Wenn Sie Software einkaufen, die vielleicht Closed-Source-Teile hat, oder sonst irgendwelche Rechte, wo sonst irgendwelche Rechte Dritter betroffen sind, da können Sie auf diese Unterstellung unter eine Open-Source-Lizenz und die Publikation des Quellcodes verzichten. Das ist möglich. Solche Situationen sind denkbar. Dann nächster Punkt, sicherheitsrelevante Gründe werden da auch genannt, dass man aus sicherheitsrelevanten Gründen diese Publikation nicht vornehmen können soll. Ich frage mich da einfach, ob man da den Grundsatz, Security by Obscurity sich vor Augen geführt hat. Grundsätzlich ist ja die Idee schon, die Software ist dann sicher, wenn die oder IT ist dann sicher, wenn die Schlüssel sicher sind, wenn die Schlüssel geheim sind, aber wenn die Algorithmen und es kommt nicht darauf an, ob die Algorithmen bekannt sind oder nicht. Im Gegenteil, bekannte Algorithmen, da schauen mehrere Augen drauf, da findet man mehr Fehler, das ist gerade eine Idee im Bereich Open Source. Deshalb ist es für mich im Moment ein bisschen schwer vorstellbar, was das für sicherheitsrelevante Gründe sein könnten. Gut, es ist vielleicht möglich, dass man irgendwie in der Software drin dann Strukturen abbildet, von denen man nicht will, dass sie in der Öffentlichkeit sind. Andererseits ist schwierig. Gut, eine wesentliche Streichung bei diesen Ausnahmen wurde vom Parlament vorgenommen. Der Bundesrat wollte nämlich noch eine Wischiwaschi-Formulierung drin haben. Der wollte eine Ausnahme oder eine Voraussetzung drin haben, wenn es möglich und sinnvoll ist, soll man die Software freigeben. Das hätte Umgehungen in Tür und Tor geöffnet. Die Verwaltung ist tendenziell ein bisschen zurückhaltend in dem Bereich. Es ist vielleicht mit mehr Aufwand verbunden, ist klar. Das ist etwas Neues, da will man sich nicht damit beschäftigen. Und diese Möglichkeit, diese Formulierung, wenn es möglich und sinnvoll ist, hätte vermutlich dazu geführt, dass das Ganze dann doch nicht stattfindet. Und es gab einen Minderheitsantrag im Parlament, der dazu geführt hat, dass man diesen Teil streicht. Und das ging zu unserer aller Überraschung ging das durch damals und Freude. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich eine Verpflichtung im Gesetz, dass die Bundesbehörden das eben wirklich freigeben müssen, solche Software. Es geht um Software, ich habe es vorhin gesagt, nicht die man insgesamt einkauft als ganzes Paket, sondern Software, die man entwickeln lässt oder selber entwickelt. Dann ist die Frage, wie man das denn jetzt macht mit diesen Lizenzen. Da steht im Gesetz, die Behörden erlauben jeder Person, die Software zu nutzen, weiterzuentwickeln und weiterzugeben und erheben keine Lizenzgebühren. Das entspricht ungefähr dem, was wir vorhin gesagt haben oder gesehen haben, der Definition von Open Source Software in der Botschaft, einfach in Gesetzestext gegossen. Und dann steht als Absatz 4, soweit möglich und sinnvoll sind international etablierte Lizenztexte zu verwenden. Das finde ich gut. Es gibt andere Beispiele auf Bundesebene, gerade im Bereich Open Content, wo man sich entschieden hat, ein Lizenzsystem selber zu kreieren. Das hat einen Nachteil, dass man dann als Nutzer das nicht versteht, dass man sich informieren muss, wie das Ganze funktioniert, dass es auch keine Gerichtspraxis gibt zu diesen Lizenzsystemen. Deshalb ist es wichtig, dass man, wenn man Software freigibt, dass man etablierte Lizenzen verwendet und nicht irgendwelche exotische Bestimmungen, die keiner kennt. Die Frage ist, was man nutzen kann. Ich meine, ist klar, die Insider kennen da die Usual Suspects. Ein Thema in diesem Zusammenhang ist die GPL. Ich habe es vorhin schon angetönt, also Software mit Copyleft-Bestimmungen, die dazu führt, dass wenn sie dann verwendet werden soll, dass der Verwender eben seinen eigenen Code wieder unter die gleiche Lizenz stellen und veröffentlichen oder nicht veröffentlichen, aber mindestens dem Nutzer weitergeben muss. Diese GPL führt dazu, dass es keine kommerzielle oder häufig keine kommerzielle Nutzung dieser Open-Source-Software geben kann, weil die Unternehmen eben doch dann die Software selber für sich behalten möchten, was sie entwickelt haben. Und die Frage ist natürlich, wie man das jetzt auslegen soll. Im Gesetz ist es nicht explizit geregelt. Man kann aus Absatz 2 vielleicht das versuchen abzuleiten, erlauben jeder Person die Software
weiterzuentwickeln und weiterzugeben. Die Frage ist, ob da schon quasi ein Verbot zur Verwendung der GPL drin ist. Ich sehe es eher nicht. Man kann aber sich schon überlegen, was der Zweck der ganzen Sache ist. Wir haben es vorhin gehört, Public Money, Public Code. Die Idee ist, dass man das mal rausbringt, dass man der Allgemeinheit die Möglichkeit verschafft, die Software, die der Bund entwickelt hat, zu verwenden. Der Wirtschaft diese Möglichkeit verschafft, diese Software zu verwenden, anderen Verwaltungsstellen diese Möglichkeit verschafft. Der Gedanke der Community, die hinter der GPL steht, die GPL mit dem Copyleft, da war diese Idee dahinter, dass man freie Software eben möglichst frei, dass die möglichst frei bleiben soll. Also man hat Angst, wenn wir Software als Open Source auf den Markt bringen, lizenzieren, dass dann Unternehmen kommen und das sofort wieder usurpieren und wieder Closed Source daraus machen. Diese Bedenken sehe ich beim Bund eigentlich eher nicht. Es geht da wirklich um diesen Grundsatz Public Money, Public Code, um den Austausch. Aber es geht weniger darum, dass man jetzt dafür sorgen will, dass dieser Code, den der Bund gemacht hat, auf alle Zeiten auch in neuen Versionen, in überarbeiteten Versionen frei bleibt. Von daher habe ich ein bisschen Bedenken, wenn man hier versucht, mit einer GPL zu arbeiten. Ich würde es eher nicht empfehlen. Es könnte sein, dass in der Verordnung dazu noch etwas geregelt wird da. Ja, ist eine Frage. Danke. Die Frage ist, wo man diese international etablierten Lizenztexte findet und wer das bestimmt. Ich kann es nicht sagen im Moment, ob sogar vielleicht die Verordnung etwas regelt dazu. Ich könnte mir es vorstellen. Allerdings, es gibt, gut, die Frage ist dann schon, wo sind die Grenzen, gibt es immer Graubereiche. Aber es gibt so einen etablierten Kanon eigentlich von Lizenzen, die man da draußen immer wieder antrifft. Oder, also gut, die GPL habe ich erwähnt, die finde ich vielleicht eher ungeeignet, aber da gibt es eine MIT-License zum Beispiel. Da gibt es diverse Lizenzen, die eigentlich im Markt etabliert sind. Und wenn Sie auf eine dieser großen Lizenzen setzen, dann sind Sie sicher nicht auf dem falschen Weg. Die Frage ist, wo die Grenze ist. Kann man jetzt irgendetwas für eine Spezialanwendung vielleicht etwas anderes machen? Müsste man anschauen. Also es wäre tatsächlich ein Punkt, wo es sich vielleicht empfiehlt, das zu regeln auf Verordnungsebene. Oder vielleicht auch abstrakt, dass man sagt, die Lizenz muss die folgenden Elemente enthalten. Gut. Ich hoffe, das klärt. Okay. Okay, gut. Wunderbar. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz, dass diese etablierten Lizenzen und vor allem möglichst nicht die GPL verwendet werden soll, wenn natürlich ein Teil der Software, die da einfließt in diese vom Bund weiterentwickelte Software, unter der GPL steht, dann muss man natürlich sicher die GPL halten und auch das Ergebnis wieder unter die GPL stellen. Das wäre dann so ein Fall, wo man es halt trotzdem macht. Gut, dann ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass die Lizenzen privatrechtlicher Natur sind. Die Rechte nach Absatz 2 werden in der Form privatrechtlicher Lizenzen erteilt. Streitigkeiten zwischen den Lizenzgebern und Lizenznehmern werden zivilrechtlich beurteilt. Der Bund tritt also auf wie ein Privater. Er tritt nicht hoheitlich auf und die Verträge sind privatrechtlicher Natur. Heißt vor allem auch, wenn Sie Streit haben aus dieser Lizenz, dann gehen Sie vor ein Zivilgericht und gehen nicht vor ein Verwaltungsgericht. Hintergrund der Sache ist, ich meine, wenn Sie Beschaffungsrecht haben, klassischerweise sind die Verträge für die Beschaffung von Mitteln für die Verwaltung ist ja auch privatrechtlicher Natur und da ist möglicherweise sind da schon Lizenzen. Open-Source-Lizenzen drin, die Sie nutzen, die Software, oder Software, die unter Open-Source-Lizenzen steht, die Sie nutzen, um Ihre Software dann selber zu schreiben. Das würde irgendwie auseinanderfallen, wenn man da plötzlich öffentliches Recht hat. Das wäre ungünstig. Ja? Also es kommt darauf an, auf den Vertrag, den Sie als Dienstleisterin mit dem Bund abschließen. Also die Frage ist, wie die Situation ist, wenn ein Dienstleister Software entwickelt für den Bund
Und diese Software wird dann unter Open Source, unter eine Open Source Lizenz gestellt, wer mit wem streitet. Also ob dann der Lizenznehmer von dieser Software gegen den Dienstleister direkt vorgehen kann. Und ich würde mir so vorstellen, dass man sich vom Bund entweder die Rechte abtreten lässt an dieser Software und dann selbst als originärer Lizenzgeber auftritt, oder dass man sich das Recht abtreten lässt, die Software unter eine Open-Source-Lizenz zu stellen, und dann ist auch der Bund Lizenzgeber der Open-Source-Lizenz. Dann haben Sie mit dem Lizenznehmer gar nichts zu tun als Dienstleisterin. Das ist eine technische Finesse, aber das ist richtig, das muss man sich überlegen. Gut, nächste Frage ist die Haftung. Was passiert, wenn da mal ein Fehler passiert und ein Dritter sich darauf verlässt und dann entsteht ein Schaden? Haftungsansprüche, das steht in Artikel 9 Absatz 4 MBAG, Haftungsansprüche von Lizenznehmern sind auszuschließen, soweit dies rechtlich möglich ist. Open-Source-Lizenzen, mindestens die international etablierten, von denen wir schon gesprochen haben, schließen die Haftung regelmäßig, soweit rechtlich zulässig, aus. Das heißt, wenn wir so eine Lizenz nehmen, ist das in der Regel kein Problem. Was bleibt von Gesetzes wegen, ist grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, das ist klar. Mir wäre aber kein Fall bekannt, wo irgendjemand tatsächlich mal gehaftet hat für Open-Source-Software. Dann noch ein kleines rechtliches Detail. Die Botschaft stützt die Haftung auf Artikel 146 BV und damit das öffentliche Haftungsrecht. Aus meiner Sicht, wenn wir schon sagen, die Lizenz steht unter, ist privatrechtlicher Natur, dann müsste sich die Haftung eigentlich auch auf so erstützen. Weil es ist ja eine vertragliche Haftung. Wenn ich diese Software nutze, habe ich einen Vertrag mit dem Lizenzgeber und kann mich also auch auf diesen Vertrag bzw. die vertragsrechtlichen Punkte stellen. Ich finde das ein bisschen inkonsistent, wenn hier etwas von öffentlichem Haftungsrecht steht. Gut, nächster Punkt noch, ergänzende Dienstleistungen. Die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden können ergänzende Dienstleistungen erbringen, soweit die Dienstleistungen der Erfüllung von Behördenaufgaben dienen und mit verhältnismäßigem Aufwand erbracht werden können. Sie verlangen ein kostendeckendes Entgelt. Beispiele hier wären Integration, Wartung, Gewährleistung der Informationssicherheit und Support. Das steht explizit sogar so im Gesetz. Ein Thema hier ist zuerst mal die Frage, ob dieses Entgelt, kostendeckendes Entgelt, ob das angemessen ist, ob man da nicht vielleicht doch eine Marktorientierung ins Gesetz hätte schreiben sollen. Was dahinter steht, ist, dass schon mal der Bund auf jeden Fall die Make-or-Buy-Entscheidung ja selbst treffen kann, nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen. Das heißt, wenn Sie zwischen Behörden etwas erbringen, dann läuft das, macht das gar nicht die Schlaufe über den Markt, wenn man so will. Und man hat das offenbar auch, diese Voraussetzung drin, dass es der Erfüllung von Behördenaufgaben dienen muss. Das heißt, wenn der Bund solche Leistungen gegenüber Gemeinden oder Kantonen erbringt, die die Software auch nutzen wollen, dann hat man offenbar auch hier die Vorstellung, dass man nur ein kostendeckendes Entgelt verlangen muss, aber nicht einen marktüblichen Preis. Es steht in gewisser Weise ein bisschen im Gegensatz zu dieser Vorstellung von einem Open-Source-Ökosystem. Open-Source ist ja häufig die Vorstellung, dass man den Code hat und dass rundherum dann Unternehmen entstehen, die diese Leistungen, also eben Integration, Wartung, Gewährleistung etc. Auf privatrechtlicher Basis erbringen. Und man schafft mit dieser Bestimmung möglicherweise eine Schranke, eine Schwelle für solche Unternehmen, in den Markt reinzukommen für solche Dienstleistungen. Ich bin nicht sicher, ob die Idee, dass man hier das Kriterium des kostendeckenden Entgelts eingeführt hat, ob das gut war aus dieser Perspektive. Okay. Dann noch ein letzter Punkt. In Deutschland hat man in diesem Zusammenhang Open-Source-Software, den sogenannten Einer-für-alle-Ansatz, diskutiert, Verwaltungsleistungen sind so zu digitalisieren, dass auch andere Verwaltungseinheiten sie einfach nutzen können. Wenn jemand Software schreibt, soll er die Software so bauen, dass auch andere sie nutzen können. Das heißt, er soll sie möglichst von Anfang an flexibel bauen. Wenn jemand einen Online-Dienst betreibt, soll man möglichst diesen Online-Dienst zentral erbringen für alle möglichen Verwaltungsstellen, und nicht jede einzelne Verwaltungsstelle muss wieder einen eigenen Server betreiben.
und soll einen Informationsaustausch geben über die Bedürfnisse der verschiedenen Verwaltungsträger. Das sind so diese Grundsätze in diesem Zusammenhang. Idee, klar, Kostenersparnis. Problem, Mehrkosten für den ersten Entwickler, wenn Sie als Bund oder auch als Gemeinde Software entwickeln und die dann besonders flexibel ausgestalten müssen, damit sie andere auch nutzen können, dann kostet sie das Geld und dann werden sie möglicherweise darauf verzichten. Deshalb braucht es aus meiner Sicht irgendeine Regelung, die das abdeckt, vielleicht eine Subventionierung in diesem Zusammenhang oder halt, dass man Strukturen schafft, wie man Gleichgesinnte quasi finden kann im Hinblick auf so ein Projekt, die dann halt die Finanzierung gemeinsam übernehmen. Problem natürlich, es entsteht wieder ein Gestrüpp von Interessen und es wird schwieriger. Oder? Das MBAG sieht diesen einer für alle Ansatz nicht ausdrücklich vor und meine Frage in diesem Zusammenhang wäre vielleicht, wie man dieses Problem in der Schweiz lösen kann. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der sich da in der Praxis vielleicht schon damit beschäftigt hat? Es gibt diese Aspekte, dass man eine gemeinsame Entwicklung so finanziert, dass man sich in einer Allianz zusammenfügt und dort den Kostenteiler macht. Das wird jetzt aktuell im Thema der Digitalisierung der Justiz auf verschiedenen Bereichen so gemacht. Das sind diese Ansätze, die jetzt verfolgt werden, um diese Problematik zu entschärfen. Mit der Möglichkeit einer Strafzahlung für zu spät kommende, die müssen dann die ersten paar Jahre ein bisschen mehr daran zahlen bei den Kosten, die dann während des Betriebs anfallen. Das sind so vielleicht eine Idee in dieser Richtung. Okay, vielen Dank. Es gibt auch bei den Bahnen, da gibt es zum Teil Branchenlösungen. Das Hauptproblem war auch der Kostenteiler. Gut. Noch weitere Kommentare zu dieser Frage? Ja? Nur kurz noch als Ergänzung, die Digitale Verwaltung Schweiz als gemeinsame Organisation von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden hat natürlich auch gemeinsame Finanzierungen und kann somit auch Basisdienste und Infrastrukturen gemeinsam aufbauen. Vielen Dank. Gut, sind noch Fragen gerade zu meinem Referat allgemein? Sonst würde ich dann an Matthias zurückgeben. Bestens, ja. Dann vielen Dank fürs Interesse. Besten Dank, Simon.